So, willkommen zurück bei Midnight Sun. Tony Stark hat uns eine Nachricht geschenkt. Er will wahrscheinlich unsere Freundschaft vertiefen. Was ist Unsinn, haben wir auch schon gemacht. Das sind die ganzen Sachen mit Lies das Buch. So. Versteh mich nicht falsch, das Buch war toll. Hab es von vorn bis hinten und zurückgelesen. Dann habe ich es weggelegt und ganz fantastisch geschlafen. Und das hatte ich bisher nicht einmal in diesem Gruselkabinett. Ist dein Bett unbequem? Das Bett ist in Ordnung. Wach hält mich all das andere Zeug. Kalte Luftzüge, tuschelnde Stimmen, Schritte im Flur, Schritte an meiner Decke, Schritte unter meinem Bett, Schritte in meinem Bett, Dinge, die sich bewegen. Aber letzte Nacht? Geschlafen wie ein Baby. Nur weil ich das Buch gelesen und etwas gelernt habe. Ist es verrückt, dass mir das tatsächlich irgendwie Spaß macht? Ich freue mich sehr, dass du nicht Angst bekommen und die Flucht ergriffen hast. Diesen Effekt hat das Unbekannte manchmal auf die Menschen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich nicht drüber nachgedacht hätte, aber ich bin froh, dass ich geblieben bin. Wegen unserer Freundschaft? Ja, genau. Und der Tatsache, dass die meisten Nächte irgendein Schatten im Flur vor meinem Zimmer gelauert hat, hab mich nicht getraut, die Tür zu öffnen. Dann muss ich mir deine nächste Lektion überlegen. Vielleicht etwas mit einem Artefakt. Je antiker und verbotener, desto besser. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich kann dir gar nicht genug danken. Du nimmst all das gruselige Zeug und machst es ein klein wenig weniger gruselig. Dann wirst du dir wohl einen neuen Spitznamen für Strange ausdenken müssen. Oh nein, der bleibt Dr. Spooky. Da kann ich mich noch so mit den Kuriositäten der Abtei anfreunden. Er wird nicht weniger gespenstisch. Du und Strange seid wie die zwei Seiten einer Medaille. Weißt du das? Oh ja, ich bin das wissenschaftlich legierte Metall und er ist der Wunsch von olympischen Sportlern, mich zu gewinnen. Ich sollte mir wahrscheinlich ein passendes Artefakt überlegen, das du studieren kannst. Oh sicher, ich komm schon klar. Und falls ich irgendwas Schwebendes, Untotes sehe, werde ich nicht mal schreien. Habe ich dir je erzählt, wie Hulk mich mal in Stücke gerissen hat? Die Geschichte muss ich unbedingt hören. Ich war mitten in einem Hulk-Smash-Sturm der Stufe 5. Der große Grüne hat mich auseinandergepflückt wie Chicken Wings in seinem Lieblingspub. Das klingt ja absolut furchtbar. Dann hat Hulk nur meine Beine weggeschleudert. 6 Kilometer weit. Was? Auf einen verschneiten Berg. Musste mich mit Klauen hochkämpfen. Wie hast du überlebt? Diese erzwungene Halbierung hat meinen Heilfaktor auf die Probe gestellt. Musste meine Beine aufspüren. Meinen eigenen Mief schnüffeln. Solange Lilith den Hulk kontrolliert, sind wir im Nachteil. Ja, und wir sind in der Hulk-Killer-Abteilung nicht gut aufgestellt. Du bist der Freiwillige, Wolverine. Wir alle wissen, dass es passieren wird, Hunter. Heißt ja nicht, dass ich heiß darauf sein muss. Ja, wie dem auch sei. Wir sind in der Hulk-Killer-Abteilung nicht gut aufgestellt. Immer wenn jemand meine Meinung hören will, sind wir richtig aufgeschmissen. Brainstorming mit dir ist nichts für mich. Macht Sinn. Ich stehe eher auf Klauen raus und los. Aber schön, dass dir unsere Hulk-Überlebenden-Gruppe gefallen hat. Wenn wir ihn beim nächsten Mal überleben, treffen wir uns wieder. Das ist übrigens eine Sache gewesen, das hat auch jemand im Chat schon erzählt gehabt, dass in einem der Comics er wirklich halt auch geteilt wurde. Also in Fetzen gerissen. Schön, dass es mal erwähnt wird im Spiel. Ich habe erlebt, wie Banners Seele durch Lilith verzerrt wurde und verstehe, warum Bruce so sehr an sich zweifelte. Er misstraut dem grünen Rohling, weil Banner sich tief im Inneren selbst nicht traut.
Auch das haben er und ich gemeinsam. Es gibt noch Hoffnung für Banner. Ja. Hoffnung gibt es immer. Glaubst du, ich kann Bruce Banner irgendwann wieder so sehen wie früher? Er wird sich voller Schuld an seine Taten erinnern. Unter Liliths Kontrolle zu stehen, war spannend und entsetzlich zugleich. Es ist widersprüchlich und verwirrend. Ja, es war falsch. Doch ein Teil von mir hat die von ihr in mir beschworene Kraft genossen. Meine Mutter hat die Gabe, in deinen Kopf und in deine Seele einzudringen. Danke für den Vertrauensbeweis, Hunter. Du bist nicht allein, Wanda. Wenn die Zeit kommt, treten wir gegen deine... unsere Dämonen an. Zusammen. Danke, Hunter. Das gibt mir etwas Kraft. Hey, ich hätte da eine Bitte. Mit Robbie abhängen. Macht doch Sinn. Das sollte nützlich sein. Sollen wir jetzt die Nebenmission machen, wo ich dran denken, die Scarlet Witch mitzunehmen? Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Kann ausgespielt werden, wenn handlungsunfähig. Na ja, kommt noch. Immer ein Vergnügen. Habe ich die normale Geduldkarte? Hauptsache, ich habe hinten eine Geduld plus. Ich glaube, ich könnte dir noch was beibringen. Wieder da? Wir haben haufenweise Tricks für alte Füchse. Keine Ausreden. Ja, Luftüberlegenheit habe ich nicht benutzt, beziehungsweise habe ich nicht drin. Weil ich finde, 4 ist halt echt teuer. 4 Heldenmut. Legendär ist aber eine schwere Mission. Oh, ich hole die Blaupause. Aber ich brauche Credits.
Komm, Blaupause. Und ich sehe auch schon, wer den Schaden machen muss. Wolverine macht nicht so viel Schaden, die Scarlet Witch, okay. Das Chaos-Ding ist ja ganz cool, wenn alle sich gegenseitig angreifen im Gebiet. Vor allem, wenn du halt relativ viele Gegner hast, da musst du auch erstmal 3 Heldenmut für haben. Näher wirst du einem Zweikampf nicht kommen. Erledige dieses Ding. Erlaube es ihr nicht, dich abzulenken. Ich denke, damit können wir umgehen. Ich hab genug erwartet. Bleib unten. Nicht aufstehen. Zeigst du der an diesem Gesicht? Entschuldigung, ich hab mir einen Bonbon geholt. Knack damit gerade rum. Ich kann einfach einen Bonbon nicht zu Ende lutschen. Ich muss es am Ende zerbeißen. Ganz schlimme Angewohnheit. Sag deinen Abschiedskuss. Mal nach. Damit kann ich arbeiten. Ich bin im Vorteil. Steckst du in Schwierigkeiten? Wir werden schwach. Keine Gnade für Lilithina. Geil. Habe ich den schon in der Runde ausgeschaltet? Mit der Seelenbindung. Ach, ich habe ganz vergessen. Da war ja was. Ich fühle mich schon kräftiger. Muss ich echt den letzten mit der Laterne kaputt machen. Egal. Der Gegner mit Seelenbindung war auch wichtiger. Nein, Scarlet Witch! Ist das voll kalt, das zerstört schon alle und trotzdem wird ein großes Monument in der nächsten Runde gebaut. Sie haben das Interesse nicht verloren.
Dein Schicksal ist besiegelt. Du warst zu schwach für diesen Kampf. Ich weiß nicht, ob der die richtige Priorität hat. Aber er wird wahrscheinlich die Witch angreifen. Durch die Altäre. Und schnell. Das war ja was. Jetzt bin ich dran. So, fällt die tot um. Geschafft. Hervorragende Arbeit. Da verstehe ich übrigens eigentlich auch nicht, warum man in der Mission nicht am Ende noch die restlichen Gegner töten muss. Sondern wirklich nur die Mother. In jeder anderen Scheiß-Mission, ey. Ja, hacke Terminals, hol Waren. Ah, jetzt muss aber noch die restlichen von Hydra töten. Oder von Lilith. Was, wenn sie nicht bereit ist? Manchmal erwarten wir zu viel von ihr. Ich will auch nicht, dass sie etwas tut, wofür sie nicht bereit ist. Aber wir wissen alle, dass sie die Einzige ist, die sich ihm stellen kann. Gibt es noch jemanden, der die Kraft dazu hat? Nico, du bist eine knallharte Bluthexe. Was ist mit dir? Ich habe nicht unbedingt die nötige Feuerkraft in der Magieabteilung. Ich sag's nur ungern, aber sie ist nun mal mächtiger als ich. Sehr viel mächtiger. Außerdem weiß sie genau, womit wir es zu tun haben. Sie muss es tun. Was, wenn sie nicht will? Wir sollten sie nicht zwingen. Dann muss einer von uns sie überzeugen. Ich rede mit ihr. Zum richtigen Zeitpunkt. Glaubst du, sie schafft das? Wir werden sehen. Also ist es beschlossen? Meeting vorbei? Ja, Robbie, du bist entschuldigt. Geh zurück und spiel deine Videospiele. Bombe. Ich stehe nämlich so kurz vor dem Aufleveln. Ich wette, du schaffst es nicht, bevor C'thon deinen Controller frisst. Oh, weißt du was, Magic? Die Wette gilt. Ich bin nämlich jetzt von Level 1 auf Level 2 in Diablo. Oh, hey, Hunter. Tja, Mist. Das ist ganz Hunter. Danke, Hund. Danke fürs Abknattern. Was geht ab, Hunter? Wir müssen zusammen abhängen. Toll, und normalerweise ist, glaube ich, das, was du magst, Videospiele spielen. Tiefgehende Konversation könnte auch sein, dass der darauf steht. Jetzt aber mit seinem inneren Dämon. Geht es dir gut? Du hast nicht viel gesagt. Ach, schwer zu erklären. Versuch es doch. Die Abtei ist einfach... Wie soll ich sagen? Sie ist zu still. Die Abtei ist aus vielen Gründen zermürbend, aber die Stille nachts kann überwältigend sein. Nicht nur ich spüre es. Ich glaube, ich habe Heimweh.
So lange war ich noch nie weg aus meinem Viertel. Von Gabe. Ich glaube, das nagt an mir. Ich weiß, ich kann nicht nach Hause, bevor das hier vorbei ist. Aber das zu wissen, macht es nicht leichter. Bring Gabe doch in die Abtei. Nein, ich kann ihn nicht in Gefahr bringen. Würde ihm irgendwas zustoßen? Ich glaube, Sparky hätte eher Angst vor mir. Hey, nach all dem, falls du mal einen Tapetenwechsel brauchst, kannst du jederzeit bei mir pennen. Bist du dir sicher? Freunde sind bei mir immer willkommen. Apropos, du und Parker werdet darüber streiten müssen, wer die Couch und wer die Luftmatratze bekommt. So. Gelassenheit, beruhigen Sie Ihren inneren Dämon. Das ist das Beste für ihn wahrscheinlich. Aktivität gemacht mit plus 5. Behalten tue ich es trotzdem. Ich weiß nicht, ob plus 5 das Beste war oder war plus 10 das Beste. Du bist sowas wie meine dritte oder vierte Familie für mich. Ah, anscheinend war das nicht ausreichend dafür. Danke fürs Zuhören, Hunter. Ich wünschte nur, dass mein Bruder Gabe hier sein könnte. Was geht, Hunter? Nichts mehr. Wir gehen jetzt ins Bett schlafen. Braves Mädchen, Charlie. Aber erstmal wird Charlie wieder gestreichelt. Plus 7 ist das Beste. Alles klar, dann ist Videospiele eigentlich das Beste, aber das konnte ich nicht auswählen. Hä, die Emo-Trips? Also die Emo-Kids treffen sich nochmal? Wir haben noch meinen Tod schon entschlüsselt. Letztes Mal. Verwende zweimal verwundbar auf alle Lilien an. Kostenlos. Okay, das ist wirklich hart. So, danke, Robby bekommt jetzt auch seine 5er Einstufung als Freund. Was beschäftigt dich? Ich bin heute mit so einem komischen Gefühl aufgewacht. Oh, und zwar? Naja, ich bin aufgestanden, hab mich angezogen, in den Spiegel gesehen und den Ghost Rider vor mir gesehen. Ein Helden. Und es hat sich nicht komisch angefühlt. Ich wusste, ich komme mit allem klar, was der Tag bringt. Ohne Probleme. Was soll das? Es ist ein Wunder. Was ist ein Wunder? Verstehst du nicht? Dein Hochstapler-Syndrom ist weg. Hochstapler-Syndrom? Was ist das denn? Daran hast du die ganze Zeit gelitten. Du hast nicht geglaubt, dass du der echte Spirit of Vengeance bist, obwohl du es bist. Naja, dass du an mich geglaubt hast, hat mir geholfen, an mich selbst zu glauben. Also hast du mich quasi geheilt. Das höre ich gerne, Robbie. Aber du hast deine Dämonen selbst überwunden. Ohne Sparky zu nahe zu treten, versteht sich. Das Lob gebührt allein dir. Weißt du, ich dachte mir, wenn das alles hier mal vorbei ist, gehe ich wieder in die alte Heimat. Der verlorene Sohn und so. Bereit, wie ein Held begrüßt zu werden? Bereit für einen großen Frühjahrsputz im Viertel. Du solltest mitkommen. In East L.A. gibt es jede Menge üble Typen, die dringend mal von unserem krassen Duo Hunter Ghost Rider aufgemischt gehören. Wir sind ein tödliches Duo, oder eher ein Trio mit dem Spirit. Duo, Trio, ganz egal. Ich und Sparky wissen beide, wer der Ghost Rider ist. Stimmt's? Er sagt stimmt. Und noch ein paar andere Sachen. Aber im Grunde sind wir uns einig. Der Ghost Rider ist Robbie Reyes, und ich bin bereit, das zu Hause zu beweisen. Und ich freue mich schon darauf, dir irgendwann dabei zu helfen. Na, da müssen wir beide noch eine Weile warten. Dieser flammende Motorenfreak fährt erst in den Sonnenuntergang, wenn wir die Sache beendet haben. Und wie immer unterstütze ich dich. Du. Das bedeutet, dass es jetzt eine neue Herausforderung gibt.
an der Schmiede. Hey, Hunter. Will ich überhaupt wissen, wo du das hier hast? Das gehört zu meinen besten Arbeiten. Meisterliche Konzentration. Ich habe diesen Forschungsbereich immer interessant gefunden. Dann gucken wir mal, was bei ihm das, wie soll man sagen, Herausforderungsrätsel ist. Alle mit dem Auto überfahren. Es gibt unbegrenzt viele Aktionen. Nachziehen und Manöver sind deaktiviert. Die Herausforderung ist gescheitert, wenn keine Karte mehr ausgespielt werden können. So, was haben wir? Sicherkette, kraftvolles Zurückwerfen. Schaden. Okay, dann ja, mit Rache zurückwerfen. Klappt natürlich jetzt überhaupt nicht bei den beiden. Ah, doch. Der geht ja ein Stück rüber. Nee, es fehlt dann trotzdem ein bisschen Schaden. Nochmal. Ich erstmal alle zusammenziehe, also nicht alle, sondern halt die vorhandenen.
Der ist falsch. Weil es ist dann wieder zu wenig Schaden jetzt. 19, ja. 25% Schaden. Vor allem der überlebt das. Auch nicht so geil. Muss eigentlich so machen, dass die. Dass die einfach zusammenstehen. Kriege ich denn Seelen? Seelen entziehen. Bin noch voll aufgeladen. Immer dieses Brennen. Ach so, weil ich drei Gegner gekillt habe und für jeden dritten Kill mit ihm gibt es einmal Seele entziehen. Na, 50%. Und ein Schaden pro Gesundheit, dann macht er über 800 Schaden mit dieser legendären Fähigkeit. Wenn der Full HP hat. Okay, jetzt gucken wir mal, wie seine Ausrüstung aussieht. Von Midnight Sun. Irgendwie ein bisschen sehr futuristisch.
Kann ich wenigstens wieder graue Kisten aufmachen. Und blaue, weil da können wieder Farben drin sein. Wie neue Ausrüstung. Mal hier runterlaufen. Und dann links. Nimmst du noch ein paar Tröten mit? Und da haben wir schon alle Farben für seine Ausrüstung bekommen. Also sonst hätten wir nämlich jetzt wieder Palette Farbe bekommen. Auch ein Meister der Magie darf nicht. Caretaker hatte mir. Bist du bereit für mehr? Achso, weil ich Gedankenbeuger eine weitere Karte genommen, also gefunden hatte. Wir haben ja schon zwei ausgerüstet. Ach, ich habe die modifizierte Fähigkeit. Kannst du auch erstmal da runternehmen. Also den Mod. Weg. Da haben wir ja auch alles hier. Was hast du hier bekommen noch? Tanktop rot. Bisschen Unsinn. Das warst du eigentlich schon wieder hier. Mann, die Statusbericht zur Evakuierung. Oh. Hulk hat die Brücken zerlegt. Lass mich doch einfach noch eine kleine Mission nebenbei machen. Wir besorgen dir Luftunterstützung. Wir können Leute ausfliehen. Negativ. Die Befehle haben sich geändert. Wir gehen aggressiver vor, um das Land zu sichern. Sichern? Soll das heißen, ihr greift den Hulk an? Bestätigt. Unser Trupp geht gerade auf Position. Nein, ich habe Fury gesagt, er soll keinen Angriff auf den Hulk starten. Sie werden niedergemetzelt. Hör mal zu, Agent Oberschlau. Hier ist Tony Stark. Ihr müsst euren Angriff sofort abbrechen. Die dunklen Mächte in Banner werden mit der Zeit nur stärker. Diese Männer sind verdammt. Sind jetzt auf Angriffsposition. Aber das Ziel ist nicht in Sicht. Wir stecken einen... Ich hab gesagt, weg da! Da oben bewegt sich. Wow! Oh Gott, nein!
Also, als du meinen Superlink-Account für Agatha gebeten hast? Ich wollte ihr ein paar super coole Memes schicken. Ich hoffe, Fury bringt Tante May und MJ an einen sicheren Ort. Weil sie Füße... Das werde ich wieder und wieder in meinem Kopf abspielen. Ich will ja keine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, könnte ich da vorne alle gerne unterhalten. Mir war gerade noch was eingefallen. In der Bibliothek sitzt Charlie. Ach, auf Sheet kannst du nicht verlassen. Und du hast sie gesehen? Ich brauche das Geld, weil ich brauche 250 für eine weitere, wie heißt das? Für den Ausbau in der Schmiede, da gibt's dann noch was. Bereit, wenn du es bist, Hunter. Na gut, hier ist der Plan. Ich schlage das Ding mit dem großen Hammer und du verwandelst es in etwas Nützliches. Das ist also alles, was ich hier von dir erwarten kann? Keine Materialanalyse, keine taktischen Prognosen, nichts? Nee, ich will halt dazu. Ich werde einfach drauf loshämmern und sehen, wie es läuft. Aber mach du dein Ding. Ach, genau deshalb hasse ich Gruppen. Für die Seelenanzeige. So etwas habe ich noch nie gemacht. Wer hat's hier noch? Erhöht den Schaden vom Riss im Himmel. Das ist wirklich etwas besser. Vergiss nicht zu schreiben. Ich strecke gerade noch ein bisschen Zeit, weil gleich die 45 Minuten rum sind. Bereit für die Arbeit? Es lohnt sich einfach nicht, jetzt noch was anderes zu machen. Das Feuer brennt heller! Jetzt wird mich nichts aufhalten. Übung macht den Meister. Achso, Klingensturm mit einer Mod zu übersehen, da brauchst du sogar eine legendäre Blaupause. Neu und noch besser. Muss ich unbedingt mein probieren. Gott. Vielleicht solltest du mir auf Superlink schreiben, wenn du soweit bist. Ah, ein verbesserter Zauber. Super. Na, lassen wir das erstmal gut sein. So, die 45 Minuten sind rum. Folgenende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf YouTube wieder. Und im Stream werden wir, glaube ich, auch Feierabend machen für heute.